Kennt ihr das auch? Ihr habt in eurer Küche einfach nicht genug Platz? Dann habe ich heute für euch die Lösung. Dafür brauche ich zuallererst zwei Paletten. Für die Stabilität sorgt eine Holzplatte in der Mitte. Ich befestige sie mit kleinen Balken an den Paletten. Vier Möbelrollen gehören auch dazu. Diese schraube ich nun an den Ecken fest. Dann drehe ich das Ganze um, denn die Rollen gehören natürlich nach unten. Nun bohre ich Löcher in die Paletten für einige Dübel. Jetzt müssen auch noch Löcher in eine Platte. Ein bisschen Holzleim in jedes Loch und schon kann der Dübel rein. Und? Könnt ihr erraten, was es wird? Anschließend setze ich noch zwei Leisten an die Seite der Platte. Jetzt nur noch die Zwischenböden reinsetzen und einen Haken in die Seite schrauben. Dann geht es damit ab in die Küche. Habt ihr es erraten? Es ist eine Kücheninsel geworden. Hier bekomme ich echt eine Menge unter.